Ein Team, ein Weg. Gemeinsames Einschwören auf die kommenden Aufgaben. Löwentrainingslager in Belek, Tag Nummer 4. Dieses Jahr mit dabei auch Leo Morgalla. Der 17-Jährige wurde von Trainer Michael Kölner für das Trainingslager nominiert. Ja, also es freut mich absolut, dass ich mitfahren durfte. War ja natürlich auch ein bisschen spontan. Ich war erst in Israel und dann in 2 Wochen geht es direkt wieder in die Türkei. Aber ist für mich natürlich auch besonders, dass ich mal hier mit vor allem den älteren Spielern, die natürlich auch schon viel Erfahrung haben, jetzt auch zweite Liga, Lex zum Beispiel, dass ich mal mit denen eine Woche komplett jeden Tag trainieren kann und auch viel abschauen kann. Ich rede auch viel mit den Spielern, auch zum Beispiel Molle zum Beispiel jetzt in der Innenverteidigung oder Salga. Die haben natürlich dann schon auch viele Spiele hinter sich. Und da ich noch mit meinen 17 Jahren relativ unerfahren bin, vor allem im Profibereich, denke ich mal schon, dass es gut für mich ist, dass ich viel mit denen rede und auch, dass sie mich viele Tipps geben und dass es mir auch viel bringt. Für Leo Morgalla läuft es derzeit richtig gut. Denn kurz vor dem Trainingslager der Löwen in Belek wurde er für die U18-Nationalmannschaft berufen. Ja, das war natürlich eine besondere Erfahrung. Also ich habe natürlich auch nicht unbedingt damit gerechnet. War ja im Lehrgang eingeladen, musste ich verletzungsbedingt absagen. Dann kam natürlich die Nachricht, dass ich in Israel mit dabei bin. Und es war natürlich schon immer ein Traum von mir persönlich, dass ich mal für die Nationalmannschaft spielen kann. Und dann ging es Gott sei Dank in Erfüllung. War natürlich ein Riesending. Und dann die 2 Wochen, 1,5 Wochen mitgenommen, dann 3 Spiele gemacht. Also besser kann es aktuell für mich gar nicht laufen. Die Belastung im Trainingslager ist weiterhin sehr hoch. Doch der 17-jährige Morgalla hat sich bereits damit angefreundet. Ja, also am Anfang war natürlich schon ein bisschen, sag mal, anschlussvoller. Jetzt zum Ende natürlich geht es wieder ein bisschen runter, auch wegen dem Spiel morgen. Aber im Ganzen, denke ich mal, ist gute Belastung drin und hält man gut durch. Zahlreiche Löwenfans unterstützen die Mannschaft in Belek. Für Leo Morgalla ist der Verein etwas ganz Besonderes. Ja, also erstens diese familiäre Bindung zwischen den Fans und den Spielern. Und auch, also ich bin jetzt das erste Mal im Trainingslager dabei und dass dann viele Fans mitfliegen, habe ich auch noch nie erlebt. Und das ist natürlich, also großen Respekt an die Fans und 60, ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man hier mitfliegt, trainiert und man sieht oben die Fans, wie sie einen supporten. Also da geht wirklich ein großes Respekt raus. Am morgigen Freitag steht für die Löwen um 12.30 Uhr deutscher Zeit die Generalprobe gegen Hansa Rostock an. Das Spiel wird live und in voller Länge auf Löwen-TV übertragen. Am Samstag geht es für Morgalla und Co. zurück nach München.